Liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich so sehr, euch hier in Thüringen begrüßen zu dürfen, hier in der Mitte Deutschlands. Wer mich kennt, weiß, dass ich mir stets eine große Portion Lokalpatriotismus leiste. Und ich wünsche mir, dass ihr von der Schönheit meines Bundeslandes etwas mitnehmt in alle Teile des Landes, aus denen ihr hierher gekommen seid. Thüringen ist aber nicht nur eins der schönsten, sondern, auch das dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben, eines der politisch schwierigsten Bundesländer. Hier haben wir vor 2 Jahren mit der Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten von Gnaden der AfD den politischen Dammbruch überstanden. Und ja, er hat das politische Klima im Freistaat nachhaltig geprägt. Erst vor 2 Wochen drohte der zweite Dammbruch, als Union und FDP im Thüringer Landtag beinahe erstmals ein Gesetz verabschiedet hätten, dass Konservative und Liberale hier keine Scheu haben, mit Faschistinnen gemeinsame Sache zu machen und dann auch noch im Herkunftsland des NSU Demokratieprojekte streichen wollen, zeigt, wie wichtig unsere antifaschistische Haltung und Praxis ist, zeigt, wie wichtig es ist, in antifaschistischen und antirassistischen Bündnissen gemeinsam den Kitt für unsere Demokratie und die Zivilgesellschaft zu bilden, damit Antifaschismus nicht nur eine Floskel ist. Als Linke hier mit Bodo Ramelow die Landesregierung zu führen, heißt für uns, den demokratischen Sozialismus nicht nur als abstraktes Theoriegebäude zu denken. Die Linke hier geht den Thüringer Weg seit über 30 Jahren. Thüringer Weg, das heißt für uns, jeden Tag für und mit den Menschen ihr Leben ganz pragmatisch ein Stück sozialer zu machen, ohne dabei die großen gesellschaftlichen Veränderungen, die es braucht, und das Ziel des demokratischen Sozialismus aus dem Auge zu verlieren. Demokratischen Sozialismus konkret zu denken, bedeutet für uns vor allem Chancengleichheit. Was ein Mensch für seine Entwicklung zum Leben und zu einem selbstbestimmten Individuum braucht, soll nicht vom Geldbeutel abhängen. Daseinsvorsorge muss kostenfrei sein. Da bin ich natürlich zuerst beim Thema Bildung. Chancengleichheit heißt, dass Bildung beitragsfrei sein muss, vom Kindergarten bis zum Meister oder Master. Deswegen hat Rot-Rot-Grün in Thüringen beitragsfreie Kindergartenjahre eingeführt, aber auch ein Azubi-Ticket. Die Fahrtkosten zum Ausbildungsort dürfen doch für einen jungen Menschen kein Kriterium sein, ob er eine bestimmte Ausbildung annimmt oder nicht. Chancengleichheit bedeutet aber auch, dass wir mit einem Gemeindeschwesternprogramm, unserem Agathe-Programm, Einsamkeit im Alter vorbeugen und unseren älteren MitbürgerInnen Unterstützung im Alltag geben. Das ist notwendige Sozialarbeit für SeniorInnen und die braucht es genauso wie Schulsozialarbeit, bei dem wir die Mittel inzwischen seit 2014 verdreifacht haben. Solidarität. Das ist für die Linke in Thüringen, wie auch im Bund, eben kein Projekt einzelner privilegierter Gruppen. Solidarität heißt, dass Jung und Alt, Stadt und Land mit vereinten Kräften für eine Gesellschaft der vielen kämpfen, in der jeder und jede ohne Angst verschieden sein kann. Thüringen macht, wo es anderswo noch klemmt. Wir holen Wohnungen zurück in öffentliches Eigentum, weil Wohnen nun mal Grundrecht ist. Auch in Gera, wo die Mieten steigen. Wir sind ein kleines Bundesland. Zwar sind die Verkehrswege manchmal lang, der ein oder andere wird es bemerkt haben bei der Anreise, weil wir uns eine ererbte Kleinteiligkeit leisten. Die Wege zwischen den Menschen aber, die sind kurz, dafür sorgen wir. Nicht nur zu den Menschen in den Orten im ländlichen Raum. Laut Statistischem Bundesamt sind wir übrigens praktisch nur ländlicher Raum, aber das hören wir nicht gerne. Sondern auch innerhalb der Partei. Die Linken in Thüringen sind diskussionsfreudig und werden es auch bleiben. Das darf uns aber nicht davon ablenken, dass Politik für die Menschen da ist und kein Selbstzweck. Wir begegnen uns ständig in diesem kleinen Land und erinnern uns gegenseitig daran. Die Partei ist kein abstraktes Wesen, versteckt hinter dicken Bücherdeckeln. Die Partei ist jeder und jede von uns. Ministerpräsident Bodo, der noch nicht da ist, genau wie Nancy von der LAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Und alle von uns tragen Verantwortung. Für sich selbst, für andere, für die Partei und für Thüringen. Deswegen lautet unser Hashtag übrigens gemeinsam die Linke Thüringen.
Wie notwendig linke Politik ist, erleben wir doch heute mehr denn je. Erst in dieser Woche hat in Thüringen eines der großen Energieunternehmen angekündigt, eine Preissteigerung von 115% für Gas vorzunehmen. Das bedeutet, eine Durchschnittsfamilie zahlt zukünftig 1.500 Euro mehr im Jahr für Wärme und Warmwasser. Ja, wo soll denn dieses Geld noch herkommen? Das ist meist mehr als ein Nettolohn, nur dafür, dass warmes Wasser aus der Wand kommt. Da stehen wir als Gesellschaft wieder. So weit geht die Schere auseinander. Und wer soll denn für die Gerechtigkeit eintreten? Die scheinsoziale Ampelregierung in Berlin? Na wohl eher nicht. Dafür braucht es uns, eine geschlossene Linke. Linke Politik machen. Das ist hier unser Credo. Das konservative Lager und die Rechten im Land laufen Sturm dagegen. Doch davon lassen wir uns nicht beirren. Wo die einen nur abwehren und Sonntagsreden schwingen, machen wir Vorschläge zur Dekarbonisierung konkret. Wir schauen nicht zu, wenn 7.000 Arbeitsplätze in der Glasindustrie in unserem Bundesland auf dem Spiel stehen. Bodo, unser Ministerpräsident und amtierender Bundesratspräsident, holt Unternehmen und Beschäftigte mit ins Boot, die bereit sind, von Gas auf grünen Strom umzustellen, und setzt sich mit den Genossinnen aus Bremen gemeinsam im Bundesrat dafür ein, dass die unanständigen Krisengewinne endlich umverteilt werden, damit sie bei denen, und natürlich Berlin, damit sie endlich bei den Millionen Rentnerinnen und Rentnern ankommen, bei den vielen Familien, die vergessen wurden, die sich fragen, wie die nächste Nebenkostenabrechnung bezahlt werden soll, und bei den Unternehmen, die dabei sind im sozial-ökologischen Wandel. Das, liebe Genossinnen und Genossen, bedeutet soziale und ökologische Wende konkret. Unbeirrt und gegen alle Widerstände, für die Beschäftigten, für die Umwelt, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Mit dieser konkreten Politik bieten wir den Menschen Verbindlichkeit und bauen gemeinsam Vertrauen auf. Und ganz ehrlich, das ist es doch, was wir brauchen, nicht nur in Thüringen. Diesen Mut zum Gestalten, ob in Regierung, in Opposition oder außerhalb des Parlaments, den brauchen wir überall, und dann können wir als Linke auch wieder stark werden. Und da spreche ich auch im Namen von Christian, den ich noch mal ganz herzlich grüße, meine Mitvorsitzenden, wünsche uns einen Parteitag, auf dem wir uns um Inhalte streiten können, so dass die Menschen da draußen auch noch verstehen, worum wir eigentlich ringen. Ich wünsche uns, dass wir mit Respekt für die Position des anderen und Respekt für den anderen selbst streiten können. Ich wünsche uns, dass wir uns auf einen Weg machen, der die Abstände innerhalb der Partei verkürzt, ohne Umwege über Talkshow-Couches, Buchlesungen und Titelseiten. Gemeinsam können wir so viel mehr erreichen, und nur gemeinsam können wir auch die strukturelle und inhaltliche Erneuerung unserer Partei, die hoffentlich von diesem Parteitag ausgeht, stemmen. Lasst uns gemeinsam die Wege gehen, die wir gehen müssen, und auf diesem Parteitag bauen, damit wir mit den vielen Erwartungen, die mit diesem Parteitag einhergehen, gut umgehen können. Lasst uns ein Signal setzen, dass wir uns gemeinsam aus der schwierigen Situation befreien können, indem wir einfach gute linke Politik für die Menschen machen, die uns am meisten brauchen. In diesem Sinne, Solidarität.